So, dann sagen wir doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin der Zoborg, da ist der Kuga. Halbzeit. Und wir haben das gerade richtig stressig, weil wir haben die Horde vor der Tür. Wir haben kein Blei. Das Beste ist. Da unten ist einer. Wir sitzen auf einer. Hoffe ich. Hast du Benzin mit? Wir sitzen auf einer Bleiader und haben keinen Blei im Schrank. Das ist doch nicht normal. Das kann auch nur uns passieren. Oh, hier ist eine. Genau, schmiede das Eisen nämlich mal mit. Was haben wir hier noch drin? Beton. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen was machen, ne? Wir müssen auch die Hütte noch ein bisschen dezent verstärken. Wer hat denn die Bohrer geklaut? Nee, der ist ja hier. Ach du Schande. Der Andy ist auch da. Hallöchen. Warum sag ich's noch? Wieso ist kein Benzin hier? Ich komme mal hoch. Ich habe doch eine Spitzhacke, mein Gott. Ich habe doch so eine Arme hier. Bitte schön, warte mal. Sekunde. So. Ja, sowas von locker haben wir hier. Rappfatz hier ein bisschen Blei zusammen. Hier sind noch ein paar Kinderportionen Blei in der Kiste. Ey, wir haben so viel Blei hier unten. Warum haben wir kein Blei in der Mitte? Das ist doch nicht normal. Wir brauchen ein bisschen was zum Rumballern. Weil morgen ist die Horde, ne? Ballern wäre cool. Ja, wir hatten ja schon mal ein Vorabgespräch und da sagte Kuga, mit Steine speisen wollte er nicht so richtig. Nee. Wie? Du hast gesagt, Zombies klopfen. Da hab ich gesagt, hab ich Angst. Kann ich nicht lieber schießen? Ach so, ja, stimmt. Und daraufhin hast du erst gesagt, nee, wir können nur Steine schmeißen. Ah ja, ist ja gut, ist ja gut. Also ich habe 4500 Steine im Rucksack als Munition. Dann mal los. Ja, das dauert aber einen Moment, glaube ich, bis sie umfallen dann. Höchstwahrscheinlich, würde ich sagen. So, wie war das denn jetzt mit den Dosen? Wir wollten doch Mollys bauen. Wir wollten genau. Dosen. Blei, bleib schön hier. MDKen, mach mal. Oh ne, 1800 ist ein bisschen übertrieben, ne? Ja, nee, wie gesagt, wir wollen ein paar Molotow-Cocktails jetzt basteln, weil die helfen, uns ein bisschen die Jungs von Leib zu halten. Und ich habe einen Tipp bekommen. Warum bauen wir nicht diese dicken, weißt du, diese, weiß nicht, wie die Dinger heißen. Nicht die ganz dicken Spikes. Oh, wie heißen die Dinger? Ja, aus Holz, oder was? Ja, weißt du, die ganz dicken Dinger, die kann man da auch mit Metall überziehen. Die helfen ja auch ganz gut, die Jungs abzuhalten, oder? Aber die gibt's doch gar nicht mehr. Sind die gar nicht mehr drin? Schon seit 3 oder 4 Alphas nicht mehr. Echt nicht? Oh, bin ich am Ende, ja. Von wem hast du denn den Tipp gekriegt? Da muss aber ein alter Hase gewesen sein. Der war unter dem letzten Video, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das richtig gesehen habe. Oder ob der kann auch sein, dass er was anderes gemeint hat. Eieiei. Wie könnten die denn noch heißen? Also wenn, dann gibt es die auf jeden Fall nicht mehr unter dem aktuellen Namen. Okay. Du meinst diese Pyramiden, ne? Diese Zylinder. Ja, ich meine die. Bin mir aber nicht sicher. Nö, die gibt's schon lange nicht mehr. Ich meine auch, aber... Blei. Heute ist Hordentag. Wir könnten ja zurückpatchen auf, weiß nicht, Alpha 13 oder so. Oh ja. Aber dann haben wir das Auto nicht mehr. Schön hier bleiben, ne? Bleib mal hier, mein Freund Blei. Wie war ich jetzt hier? 2300, das ist schon mal eine Nummer, ne? Oh. Reparieren. Ich komme nach oben, ne? Wenn es sich nicht vermeiden lässt. Er mag mich. Ich habe immer Angst, dass ich sterbe. Nur dieser kleine Querschläger, weißt du? Da macht er gleich... Einer, vor allen Dingen. Ja, was kann ich denn dafür, wenn so eine Showpatrone so viele kleine Kugeln drin sind? Warte mal, lass uns mal gucken, wie viel Player-Kills. Aha, ich habe 0. Und du? Das ist ein Fehler im Spiel, das ist ein Bug. Ja, ja. Freunde habe ich auch nicht. Blei kommt hier mit rein, ne? Ja, oder Dingens. Ja, genau, Dingens. Oder Freunde. Boah, wir Friends. Wieso habe ich denn gerade so ein Hungerproblem? Da würde ich sagen, ess mal was. Oh, ich habe noch 7 Eier herumliegen. Wer hat denn hier
Farbe in die Medizinkiste gepackt. Frag mich nicht. Ich nicht. Oder doch? Und Pinsel. Frag mich nicht. Farbe und Pinsel, das bist eindeutig du. Da wette ich drauf. Du machst das ja. Tape das Zeug nicht auf. Lass das liegen. Das soll vergammeln. Och, die schöne Farbe und der Pinsel. Guck mal. Die ist doch, ne? Das haben wir auch gut. Ist ja nicht so, dass da unten eine ganze Kiste voll wäre mit dem Ronz. Dem Ronz hier, du hast noch deinen Pilzhecken hier noch an der Wand. Ich fass den nicht an. Warum? Nee. Das ist ein gut gezüchteter Pilz. Der wächst nur in Wärme und Feuchtigkeit. Aha. Willst du es genauer wissen? Nee. Nee, das ist schon gut so. Oh. So, was habe ich denn jetzt hier? Was haben wir hier? Das Munition. So. Und ich dachte, in der Apokalypse wäre man Kumpel. Ja, das habe ich auch gedacht. Das habe ich genau, das habe ich mir auch gedacht. Was ist? Schrotflintenmunition. Hier, warum brennt hier nichts? Was mach mal Spikes. Grober Schrotpapier und. Und. Dingens, ne? Dingens muss da rein. Genau. Öffnen. Raus. Ach, die macht man ja aus Forged Iron. Genau, der macht doch Eisen. Aha. Schrotmunition, da, so. Mach mal 93 Stück. Ey, wir haben ja kein Papier mehr? Was ist das für ein Mist hier? Würde ich mal in die Munitionskiste gucken. Da ist noch was. Hier ist noch was. Oh, hier ist noch was. Und da ist nichts mehr. Nee. Warte, auch hier. Hier ist noch was. In der Munitionskiste ist nichts. Was? Wie ist da, was? Ist da Papier drin? Nee. Ich sag ja, da ist nichts. Das habe ich rausgenommen schon. Das war jetzt, also. Macht er hier so ein. Ja. Hörst du mir jetzt manchmal zu? Wem? Dir? Was? Warum? Hier ist noch ein Buch. Hast du ein Buch noch nicht gelesen? Welches? Wo? Im Bücherschrank? Ist im Bücherschrank Papier? Bücher? Das ist ja cool. Alter, hier muss echt mal aufgeräumt werden. Sag mal, wer schmeißt das hier alles durch die Gegend? Also, das ist ja furchtbar. Derjenige, der auch überall. Hier ist eine Kettensäge drin. Und Einschmelzzeug. Ich glaub's nicht. Echt? Ich glaub das nicht. So, wo ist denn jetzt das Buch? Die Antwort hast du mir immer noch nicht gegeben. In der. Hier in der Kiste. Hier unten in der. Oder in der unteren, ja. So. Jetzt habe ich das schon gelesen. Na, das ist gut. Wunderbar. Dann können wir das klein reißen und da Papier draus machen. Wir müssen erstmal so einen kleinen Überblick verschaffen, was uns hier noch fehlt. Alles. Den Überblick brauchen wir uns nicht verschaffen, den kenne ich schon. Aha. Das ist ja gut. Weil ich rauche mir so ein bisschen. Ach, Katzenfutter. Ja, gönn dir. Oh ja, das ist noch. Ja. Das kriegt alleine den Hals runter, da brauchst du nicht nachhelfen. So. Hier fehlt ja fast nichts. Das ist ja, ne, top in Schuss hier. Boah. Okay. Munition fehlt ohne Ende in meinem Rucksack. Ja, bei mir genauso. Ha! Von beiden Waffen, die ich habe, jetzt genau 60 Schuss. Läuft. Gut. Oh, wir haben Besuch wieder. Wo ist die Deine Ordnung? Freundin. Deine Freundin. Meine Freundin geht nicht im Nachthemd raus. Siehst du doch. Das habe ich ihr ganz klar mit einem genagelten Baseballschläger ausgetrieben. Du gehst nicht nochmal raus. Im Nachthemd. So. Alter. So, was war ich jetzt hier? Sie war zwar nicht begeistert davon, aber war hinterher ganz still. Genau. So, warte mal, ich nehme mal hier das Betonklotz Beton. Ich nehme das mal mit hier. Das muss hier ja nicht verkammeln. Das können wir ja verbrauchen für irgendwas Tolles. Vielleicht eventuell. Oh, Alter, was ist hier denn los? So, die ist hin. Dafür kommen jetzt deine dicken Freunde da hinten. Wieso meine? Ja, wenn die im Nachthemd meine Freundin ist, dann sind die Hawaii-Brüder deine Freunde. Hawaii-Brüder? No. So, das bleibt. Ab nach oben. Ich krieg mir mein. Also, ich habe Durst ohne Ende. Trink mal eine Runde. So, nur ein Alter, gut. Ich
muss meine Ausdauer nach oben kriegen. Mein Gott. Aber du bist ja fleißiger Metzeln. Ich sehe da das hier. Oh. Wieso habe ich keine... Warte mal, wie viele Pfeile habe ich denn hier noch? 150. Hey, cool. Sesam, öffne dich. Ah, wie ist hier noch eine Tür? Oh, oh, oh. Oh, das hört sich nicht gut an. Kann ich die Tür aufmachen? Ja, kannst du. Okay. Hi, Freund. Was liegst du denn hier so rum? So. Der ist erstmal nicht ohnmächtig. Ich hoffe, der ist mehr als ohnmächtig. Jo, das gehe ich von aus. Wir haben aber auch noch nicht unsere Hochsicherheitsholztür gebaut. Das stimmt. Die muss auch noch dahin. Das müssen wir unbedingt regeln. Ich muss hier mal erstmal. Wo ist denn der. Mist, jetzt habe ich den Tacker vergessen. Ach Gott. So werden wir nie fertig. Aber ich meine, wir haben ja noch einen Tag, so ist es ja nicht. Ja. Wo ist denn mein Tacker? Mein Tacker? Hallo? Da. Ich würde mal in eine Müllkiste gucken. Die Wahrscheinlichkeit ist so hoch. Ja, ich weiß. War er da? Nee, war er nicht. Okay. Müllkiste. Ich weiß mein Tacker doch nicht, eine Müllkiste. So, Achtung, fertig. Oh, ja, so ist das doch gleich viel besser. So. Mein Gott, das ist ja wirklich fast schon Schrott hier. Ja, unsere ganze Hütte ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Nee, das wird mal Zeit ein bisschen... Ja, muss das überarbeitet werden, ne? Gottes Willen. Was will ich? Was? Nix? So, ich dachte, ich hätte meinen Namen gehört. Und dann, weißt du, dann sagt er auch noch Streuschuss und dann dreht er sich so auf. Aber weißt du was? Wenn der liebe Gott, ne? Der kann sowas ab. Ne? Ja, ja, aber nur im Cheat-Modus. Aha. Nun kommen wir der Sache schon näher. Und den nutzen wir ja nicht. Hallo Tour 123. Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass du reinguckst. Schön, dass du reinguckst. Hallöle. So. Wie können wir die hier weiter abdämpfen, die Jungs? Wie kriegen wir die weiter hier gebremst? Spikes. Gibt es da eine andere Methode? Noch mehr Spikes. Oh, das ist eine Idee. Ja, das, ja. Eisenbarren schmelzen. Und das heißt? Aber das kriegen wir nicht fertig. Wenn die Eisenbahn fertig sind, können wir Spikes bauen. Das ist richtig. Warte, aber wir haben keinen Platz mehr. Das müssen wir doch in der Werkbahn machen, ne? Richtig. Aber ich glaube, die Werkbahn ist schon voll in Arbeit. Richtig. Jo, richtig. Die ist in Stress da, die Werkbank. Aber es nützt nichts. Das ist wichtiger. Lieber deswegen wird das auch mit den Mollys wahrscheinlich nichts, schätze ich mal. Lieber sterben als, ne? So, wir haben auch noch Holzstacheln hier, die nutze ich auch noch. Ich baue hier alles hin. Fertig. Okay, nix. Ja, also. Neues Holz bastel ich gerade. Du bastelst gerade neues Holz. Gut. Ja. Mach mal, das finde ich klasse. Ach ja, die Holztür muss hier rein, unbedingt. Oh, juhu! Hallo Bernd, danke für den Follow. Bernd? Hallo! Ich wollte nur, wo seid du denn los? So, ich hoffe, du erwartest kein Profi-Gameplay von uns. Das klappt nämlich meistens nicht. Wir sind Profis. Wir sind bloß noch nicht entdeckt worden. Ach so, ja, so kann man es auch sagen. Das ist das Problem da bei der Sache. So, warte mal, ich muss mal hier so ein bisschen... Ach, die Pistole-Handwerk ist immer so eine Sache, ne? So, ich baue mir hier ein paar Spikes hin. Soll ich noch welche anschmeißen? Ich meine, ich bin ja gerade am Holzhacken. Holzhacken. Pass mal auf, die Dinger, die Holz... Holzspikes habe ich immer. Diese Eisendinger, pass mal auf, die baue ich mal in die Wand. Was hältst du denn davon? Ich halte alles für gut. Das ist doch eine astreine Idee. Ja. Ich glaube auch. Das ist die Idee des Jahrhunderts. Wir sollten bloß da nicht reinlaufen. Das wäre... Ja, Katral, die Twitch-Anzeige ist irgendwie heute komisch. Also, Sofa streamt heute, glaube ich, zweimal, weil ich habe zweimal die Meldung gekriegt. Ja. Der cheatet bestimmt. Dafür muss ich auch nicht bezahlen bei ne, Twitch.
Echt, musst du es da einmal so richtig abdrücken? Ja, ja, doppelt, weißt du. Ne? Oh Gott. Ja. Das sind doch Verbrecher, ne? Das ist Amazon. Das ist doch dein. Genau, Amazon, richtig. So. Warte mal, wie machen wir. Hier vorne ist auf jeden Fall muss das sicher sein. Ne? Das Problem ist, ich glaube, wir kommen nicht mehr in die Hütte rein. Oh, warte, ich baue mir erstmal Frames, damit ich mich reinbauen kann. Das ist mir jetzt erstmal sicherer. Doch, wir kommen noch rein, so ist es jetzt nicht. Baue mir trotzdem Frames. Ich mag es nicht, unter dreistellig Frames im Rucksack zu haben. Aha. Ich fahre mal das Wegelchen weg. Der haut ab, der feige Sack! Was? Hier ist ja noch Grönz drinne! Ich hab's genau gehört! Hier ist noch was zu essen drin. Hier, Messing. Eine ganze Trophäe ist hier noch. Glaubst du das ja wohl nicht? Mein Gott. So. Ich meine jetzt nicht dich. Ja, Bernd, dann hast du eine gute Entscheidung gemacht. Also, das ist das Spiel, was bei mir, glaube ich, mit Abstand die meisten Spielstunden hat. Ja. Also, ich finde es einfach genial. Das ist so scheiße, das Spiel. Wir können da nicht von weg. Ja, deswegen bist du wahrscheinlich auch schon fast vierstellig, oder? Ich? Na, fast, ja. Ich bin nicht weit weg. Ich bin da nicht weit weg. Nein. Ja, komm, du hast in letzter Zeit extrem aufgeholt mit Spielzeit. Das stimmt. Aber ganz ehrlich, wie ich angefangen bin mit dem Game hier, ne? Habe ich nicht damit gerechnet, dass ich das so lange zocke. Als ich dich da spielen gesehen habe, habe ich auch nicht damit gerechnet, dass du so lange zockst. Das war schon planlos auf einem anderen Level, ja, damals. Ja, aber andersrum, weißt du, wenn du dich ja nicht auskennst, von damals war das ja noch so, Tutorial? Was ist denn das? Ja. Ne, das war ja noch diese Sache von kein Tutorial, kein gar nichts. Genau, und ihr seid ja beide damals unbedarft reingeplumpst, ne? Ja, das war wirklich so ein bisschen, ja, nichts Halbes, nichts Ganzes, nicht so richtig Bescheid und kein Plan und mehr sterben als alles, ne? Andere. Aber jetzt geht es schon ganz gut. Jetzt sterben die anderen meistens um mich herum. Und ich weiß gar nicht warum. Ja, Katral, so ein bisschen hat sich das schon geändert. Also manche Rezepte weiß der Zover ja jetzt auch. Was, ist er in einem Lästern wieder? Nein, ist er nicht. Du brauchst doch gar nicht bei mir im Stream gucken. Aha. Er hat nur gesagt, dass du ein ganz toller Typ bist. Du bist, weißt du was? Du kannst nicht sehen, dass ich rot werde. Nee. Oh Mist. Was baue ich für einen Scheiß hier? Ja, siehst du? Da ist der Beweis. So. Also ich habe die Hütte sicher, wenn was los ist. Die können ruhig kommen. Okay. Aber Bernd, du musst das Spiel nicht allein spielen. Es gibt ja viele Multiplayer-Server. Zum Beispiel haben wir auch, wenn du bei Zovarok auf den Discord kommst, Hochfaller. Da stehen auch die Daten von unserem Community-Server. Ganz richtig. Da kannst du auch ganz gerne drauf kommen, wenn du mit anderen zusammen zocken möchtest. Wobei, im Moment ist der Neustart wahrscheinlich eher kritisch, weil die Tageszahl ist schon relativ hoch. Ja, aber das, ist als Neuling geht das ja noch, ne? Also ja, bei den Horden, aber die normalen Zombies, die sind ja angepasst, oder nicht? Aua! Aber die sind so scharf, die Dinger. Ich blute! Hast du ein Pflaster? Ich komme da nicht hin. Mein Arm ist zu kurz. Wir haben schon 8 Uhr. Super, die Zeit rennt. Läuft. Und Katral, du könntest ja mal ein cooler Dude sein und den Discord-Link ja vielleicht mal posten. Dann brauche ich nicht tabben. Hoppala.
So. Die Hütte ist so sicher. Da kommt alles rein, außer wir. So, ich melde gehorsamst, der südliche Regenwald ist weg. Super. Das ist doch schon mal, ne? Schon mal eine Ansage. Hoppala. So, ob das jetzt so alles so toll ist, ich weiß es auch nicht, aber naja. Was kann ich denn jetzt an Spikes machen? Lass mal gucken. Ach, hier so 200 können wir noch, oder? Immer. Wir pflastern die halbe Stadt ein hier. Die sterben schon beim Spawnen. Das wäre cool, wenn man wirklich wissen würde, wo die Spawns sind. Da pflasterst du da alles zu. Dann machst du einfach ein Loch. Ein großes Loch. Betonierst da außen die Wand zu, pflasterst unten Spikes in Dreierreihen hoch ein. Ne, dass sie, wenn die von oben da drauf spawnen, einfach immer nur so runtersacken auf die nächste Reihe Spikes. Wir sind ja Kumpels, ne? Ja, wir sind Kumpels. Immer schon ich gewesen. Bin nicht tot, aber 93 mal gefehlt. Läuft, läuft. So, pass auf. Was ist das denn hier? Hier ist ja Blut dran. Wo? Nein, das ist Farbe. Ich habe jeden einzeln angemalt. Mit der Schippe. Nee, mit, Blut. Soll ja identisch, also jetzt ne, authentisch sein, muss man so sagen. Nee, Katral habe ich noch nicht gesehen. Aber das ist ja schon, ne, das ist ja nicht meine Kategorie. So. Upsa. Soll ich dir mal ein bisschen beim Schippen helfen? Da kann sich ja keiner ansehen. Ja, ich mach das, du machst das mehr aus dem, ja genau, richtig genau, aus den Kniegelenken raus, ne? Nicht aus dem Rücken. Richtig. Ja. Du schonst den Rücken. Ja. Die Schaufel ist gut. Deine Freundin ist da. Tatsächlich. Die Nachthemdlady, die schon wieder draußen. Wo ist die Dumme denn? Da vorne liegt sie irgendwo. Nein, da steht sie immer noch. Was? Na, Pfeile und Bogen. Oh. Ist sie nochmal aufgestanden? Wo schießt du denn hin? Da hinten ist noch eine. So, auf den Typ. Ja, der ist ein bisschen nervös da. So, jetzt nicht mehr. Ich war verwundert, weil ich hab doch EP gekriegt. Du warst verwundert? Ja, es wäre sehr unschön, wenn Leute EPs geben und trotzdem weiterleben. Das stimmt, ja. Warum liegt hier so ein Bleiklotz? Ach ja. Treat her like a lady. Yes, Katral. Of course. Ja, das muss jetzt mal alles. Brauchen wir eigentlich Lehm? Weil ich schüpp gerade Lehm. Lehm, immer. Lehm, weiß ja, ne? Ja, aber solange wie wir kein Eisen farmen, brauchen wir auch eigentlich kein Lehm, ne? Was man hat, das hat man. Aber andersrum, wir müssen das sicher noch alles dicht fertig machen, ne? Ja. Aber ich meine, andersrum, wir haben ja massenhaft Zeit. Warum? Sag mal, ich muss meine Ausdauer mal hier so ein bisschen trainieren. Das ist ja wieder sowas für ein Eimer. Nein, Katral. Ehrlich? Das würde ich ihm aber nicht sagen, sonst. Nee. Das würde er uns nie verzeihen, wenn du das verrätst. Darf ich dabei sein? Was? Darf ich dabei sein? Ich hab nichts verstanden. Ach so. Was? Wo?
Es könnte sein, dass einige Zuschauer über dich lästern. Ja, das bin ich ja gewohnt. Das ist nichts Neues. Oh, süße. Na, so, ja. Oh, das hörte sich eklig an. Jupp. Yep. Hast du da was kaputt gemacht? Nice. Ich habe ihn von seinen Kopfschmerzen befreit. Oder von seinem Kopf. Du bist kleiner geworden plötzlich. Ich wollte gerade sagen, ich sinke, also irgendwie. Ey, warum ist das? Das ist doch hier Gravel. Warum hört sich das an wie Beton? Siehst du das? Ich meine, hörst du das? Nö. Okay. Hätte ja sein können. Warum graben wir eigentlich den Rand aus? Ich weiß es nicht. Willst du einen Bürgersteig bauen oder was? Keine Ahnung. Du hast angefangen damit. Ich habe weitergemacht. Oh mein Gott. So, das ist schon gar nicht schlecht, ne? Finde ich schon mal gar nicht mal so ganz doof. So, abgesehen. Huch. Ja, ich meine, ich weiß, du darfst ja noch, ne? Da hat sich ein Schuss im Bogen gelöst. So. Was haben wir denn hier? Hier könnten wir eigentlich auch noch eine Reihe vorsetzen. Sind meine Spikes fertig? Ach, guck mal hier. Wieso kann ich denn da nicht hin? Warum? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Wieso kann ich nicht? Intelligentes Fragewort mit zwei Buchstaben. War? Nee, das ist nicht intelligent. Ja, genau. So. Also die fühlen sich wie zu Hause, die Jungs hier. Die wollen. Ja, die. Das, nee, das geht nicht. Den wollen sie gar nicht mehr weg. Mir wäre es viel lieber, wenn die gar nicht kommen würden. Weißt Weil, du, das, weißt das du, ist. Die sind ja wie die ungeliebte Verwandtschaft, ne? Ja, aber die kommen einfach so. Die fragen nicht. Die kommen ja, einfach. Eben. Und das in Corona-Zeiten, ne? Wo man hier, ne? Abstand halten, wie Abstand. Genau. Keine unnötigen Treffen. Das ist doch nicht unnötig. Außerdem sind wir nur 43 Leute. Genau. Und wir halten auch eine Handbreit Abstand. Genau, bei 30 Quadratmeter. Da haben wir auf jeden Fall jeder genug Platz. Genau. Und wir husten beim Vorderband den Nacken. Dann geht das noch alles. Richtig. So ist das nämlich. So, fertig. Ich bin fertig. Ich setze mich aufs Auto und warte. Du Feigling, du hast die Fluchtposition eingenommen. Ja, ich wärme schon mal den Sitz an. Ist das nicht so kalt heute Nacht? Ist erst morgen, ist nicht heute. Mensch, ganz ruhig. Kein Stress hier. Ich mach mal hier diesen schandhaften Klotz. Das ist ja furchtbar. So. Jetzt fällt mir gerade was ein. Was hat auch nochmal geholfen? Stacheldraht, ne? Ach, da brauchen wir Eisen für. Da ist auch wieder dieses Problem. Es könnte sein, dass jetzt komische Propaganda bei dir im Chat plötzlich auftaucht. Ich habe damit nichts zu tun. Und der Katral auch nicht. Das hat wahrscheinlich so ein Twitch-Bot geschrieben hier. Propaganda bei mir gerade? Steht nur alle liken. Das ist auch eine gute Sache. Oh, Airdrops. Airdrops? Ja, du droppst auch. Kein Airdrops. Was hast denn du da an die Wand geklettert? Was? Was hab ich? Du hast Spikes an die Wand gesetzt. Ja, hab ich. Na, hoffentlich bauen die sich da keine Treppe raus. Ist doch schick, oder nicht? Hoffentlich bauen die sich da keine Treppe raus. Na gut. Das ist auch wieder richtig. Du weißt, Nahkampf sind wir jetzt nicht so die Profis da oben. Wir haben schnelle Beine. Ja. Fußballer warten. Ja, warte. Ich fahr mal das Auto in Position für heute Nacht. Heute Nacht passiert nichts.
Nicht. Nee. Stimmt, wir haben noch einen Tag. Genau. Was ist immer so? Habt ihr so Angst? Furchtbar. Wer hat gesagt Angst? Ach so. Realistische Prognosen. Ach so, ja. Das kann man natürlich auch so sagen. Wir wollen doch mal ein bisschen... So. Das ist ja mal mega unsymmetrisch vor dem Eingang. Bin ich fertig oder was? So. Oh Mist, der ist verkehrt. Ah. Was mache ich denn da? Ja, muss wohl noch eine Reihe setzen. Ich glaube auch. Ich fang schon mal an. So. Das ist so die Abfangreihe. Die sind wahrscheinlich alle drumherum laufen. Wir sicher, ne? Man kennt die ja. Die Pappenheimer. So. Aua. Was machst denn du da schon wieder? Hm. Ich hatte nur probiert, ob die gut sind. Also scharf sind. Sind sie. Ich bin gleich hier. Hört sich aber gequält an bei dir. Ja. Meine Herren. Ich fühle mich auch gerade so ein bisschen. Warum kann ich hier nicht setzen? So. Diese Spikes gebastelt, ne? So. Ich bin fast tot. Ich sterbe hier noch vor der Horde. Dann isst doch was oder nimm Verband oder so. Stimmt, das könnte ich eigentlich machen. Benutzen wir doch mal einen Verband. Ich habe auch so viele Pillen hier noch. Ey, genau, hau dir mal so eine Pille in den Hals. Ach verdammt, jetzt mache ich denselben Scheiß wie du. Den letzten daneben setzen. Ach nee, da kommen ja die neuen schon nach. 13 Uhr und 14 Minuten. Dumm-di-dumm-di-dumm. Hier ist ein echt angenagter Holzklotz, wo ganz, ganz früher wahrscheinlich mal eine Fackel dran gehangen hat. Ja, den darfst du gerne. Danke. Operativ entfernen. So. Also, es muss echt nochmal so ein Rasenmäher ins Spiel kommen. Aber nur wenn du aufhörst, die ganzen Plant-Fibers trolllastig in jeder Kiste zu verteilen. Immer bin ich der Schuldige. Ja, weil ich sie im Rucksack behalte. Also musst du es sein. Warum behältst du so einen Mist im Rucksack? Ganz einfach, weil wenn du da irgendwann ganz viele von hast, kannst du da super Brennmaterial rausmachen für die Forges. So klug, ne? Nee. Geizig heißt das. Aha. So. So. Immer schön in Reihung geht. Ja, ja. Ja, ich muss jetzt erstmal wieder einen Moment warten, weil er muss nachproduzieren. Okay. Also ich habe noch 212 Stück. Was mache ich damit? Später irgendwo anders hinsetzen. Das könnte man natürlich auch machen. Ja, das ist au, ja. Das... Au! Ich war es nicht. Nee, aber der Spike war gut. Aha. Es war einer von den Guten aus Eisen. Die sind stabil. Ja. Und da musst du deine Tetanus nehmen, sonst, ne? Fällt dir gleich das Bein ab oder sonst was? Ja, ja, ich nehme mal direkt einfach hier so eine Pille oder so, ne? Das ist eine gute Sache, weil wir, wie gesagt, die aus Eisen, da haben wir die scharfen Kanten mit ein bisschen Zombie-Dings eingerieben. Aber weißt du, was auch eine gute Sache ist? Nee.
Wenn ich jetzt auf die Uhrzeit gucke und so lange wie der Stream läuft und dann einberechne, dass du ja der Meister der Cliffhanger bist, könnte man jetzt eigentlich die Folge beenden. Die ist ja jetzt auch schon gut eine halbe Stunde. Dann noch eine Folge von gut einer halben Stunde machen und dann hast du den Cliffhanger zur nächsten Folge. Das stimmt. Mit deiner Horde. Das stimmt. Aber wir sind, so eine Schweine sind wir nicht. Nee, wir warten noch 30 Sekunden. Genau. Oder drei. So, dann sagen wir doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und nicht vergessen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ja, tschüss, viel Spaß noch und das mit dem Cliffhanger habt ihr geträumt. Das genau. Hat keiner gesagt. Ich schneide das raus. Genau. Bis dann.